Herzlich willkommen zu einem neueren Video von Call of Duty Modern Warfare. Laut, mega laut, ah, mein Kopf. Fucking Videos. Ich muss auch so schreien, weil ich mich selber nicht besser höre. Wahrscheinlich hört das meine Frau oben auch. Mann, 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 Mann. Oh, der Tod kommt von oben. Das war ja eine der Sachen, die... Wir bewegen uns die Straße entlang auf eine Stadt Richtung Osten. Wie soll ich sagen? Sehr im Gespräch waren, ob das okay war oder nicht. Trupp, kein Beschuss von Zielen mit Blinksignal. Das sind Verbündete. Also das war in der Thermalansicht. Ah, da. Bitte bestätigen, dass ihr die Kirche in der Stadt seht. Ja. Wir sehen sie, es kann losgehen. Verstanden, wir sind da. Schießen Sie los. Ihr seid nicht autorisiert, die Kirche anzugreifen. Kein direktes Feuer auf die Kirche. Eins der Fahrzeuge fährt. Eines der Fahrzeuge bewegt sich gerade. Da kommen welche aus der Kirche. Bewaffnete Feinde nähern sich von der Kirche. Erbitte Feuererlaubnis. Verstanden. Sie haben Angriffserlaubnis für den Fahrzeugwagen und jegliches Personal. Bestätigt. Der Trupp hat Angriffserlaubnis, aber es wird nicht auf die Kirche geschossen. Cool. Ja, das war ein Treffer. Das ist schon echt derbe, ne? Das war ein Treffer. Also Kirche nicht, aber Hauptsache. Nagel die Typen fest. Ich glaube, das war echt in der Kritik dieses Jahr. Aha, cool. Da kommen bewaffnete Einheiten aus der Kirche gerannt. Oh, verdammt! Freigabe aller Einzelheiten. Sie in Reichweite setzen. Gut, er bewegt sich wieder. Genau dort. Erfassung. Das sind meine Leute, ne? Signal ausschalten. Wo denn? Ziel neu gesetzt. Erfassung! Wow! Geschütz bereit! Räuchert sie aus! Schnappt euch die Typen! Vorsicht beim Feuern, das ist die Verstärkung! Das mit den Blinksignalen sind unsere Leute! Winkel rekalibrieren, Höhenscan anpassen. Gut, er ist erledigt. Und jetzt zurück zu den anderen. Wildfire, hier ist Bravo 6. Wir passieren eine große Kirche und bewegen uns in Richtung Schnellstraße. Weiter feuern. Bravo 6, Ende. Bestätigt. Greifen Sie jeden ohne Blinksignal an. Das sind alles Feinde. Das ist zu nah an der Verstärkung. Ich wiederhole, zu nah an der Verstärkung. Auf die Blinksignale achten. Kabum. Vorsicht, das hätte fast unsere Leute da getroffen. Oh ja. Wer Ihnen gesehen? Feindverbände. Oh! Oh, verdammt! Du hast ihn. Na, was kostet so ein Schuss? Schaut euch diese Person. Räuchert sie aus. Nagel die Typen beim Gebäude fest. Bei welchem Gebäude? Ich sehe gerade nichts. Ziel neu gesetzt. Also ist besser. Abgeschossen. Boom. Ja, da direkte sie. Treffer. Geschütz bereit. Nagel die Typen fest. Freigabe zum Angriff auf feindliche Truppen. Ist schon stumpf, oder? Oh, verdammt. Komme rein. Nagel die Typen beim Gebäude fest. Ja, mach ihn fertig. Wir haben ein fahrendes Fahrzeug. Negativ, negativ. Nicht angreifen. Ich wiederhole, keine Fahrzeuge auf der Schnellstraße angreifen. Wildfire, wir übernehmen Ziviltransporter auf der Schnellstraße. Geben Sie uns Deckung. Trupp, kein Zugriff auf Fahrzeuge auf der Schnellstraße. Dort sind ausschließlich Zivilisten. Bodeneinheiten kümmern sich derzeit um einen alternativen Transport. Es werden keine Fahrzeuge auf der Schnellstraße ohne Befehl angegriffen. Der Typ ist bestimmt angepisst. Netter Wagen. Ach, der hat einfach nur Schiss. Wildfire, wir markieren die Fahrzeuge. Bestätigen Sie, dass Sie die Leuchtsignale sehen. Wir sehen die Leuchtsignale. Das sind Zivilisten, ne? Fahrzeuge mit den blinkenden Leuchtsignalen. Sie haben einen Zivilisten verletzt, verdammt. Nicht ach, Mann, ich dachte, das war der weggelaufen war vom... Fahrzeug.
Negativ, negativ. Nicht angreifen. Ich wiederhole, keine Fahrzeuge auf der Schnellstraße angreifen. Wildfire, wir übernehmen Ziviltransporte auf der Schnellstraße. Geben Sie uns Deckung. Trupp, kein Zugriff auf der Schnellstraße. Dort sind ausschließlich Zivilisten. Bodeneinheiten kümmern sich derzeit um einen alternativen Transport. Es werden keine Fahrzeuge auf der Schnellstraße ohne Befehl angegriffen. Der Typ ist bestimmt angepisst. Netter Wagen. Ach, der hat einfach nur Schiss. Da kommt einer. Wildfire, wir markieren die Fahrzeuge. Bestätigen Sie, dass Sie die Leuchtsignale sehen. Wir sehen die Leuchtsignale. Nicht auf die Fahrzeuge mit den blinkenden Leuchtsignalen schießen. Wiederhole, nicht auf die Fahrzeuge mit den Leuchtsignalen schießen. Das sind Verbündete. Okay. In Ordnung, ihr habt den Kerl. Das war wohl weniger als einen halben Meter von ihm weg. Aufgepasst, der Feind richtet entlang der kurvigen Straße Hinterhalte ein. Navigation, welche ist denn die kurvige Straße? Over. Feuerkontrolle, sehen Sie den Wasserturm? Over. Könnt ihr bestätigen, dass ihr den Wasserturm seht? Ja, hier. Der Wasserturm da in der Nähe der Kreuzung? Ah, genau den meine ich. Und neben dem Wasserturm ist eine kurvige Straße. Seht ihr die? Kapiert. Folgt der Straße bis ins nächste Dorf. Dort solltet ihr einen weiteren Wasserturm sehen. Ein bisschen weiter die Straße runter. Wir haben ein bisschen Ärger mit der Einnahme des Dorfes. Wie weit die Straße rauf liegt es? Ungefähr... Wasserturm. Sekunde. Etwa 2 Kilometer die kurvige Straße entlang, weg von der Schnellstraße. Verstanden. Wir nähern uns dem Dorf. Bereit machen für den Angriff auf Bodenziele. Feinde gehen an der kurvigen Straße in Position. Feindverbände bereiten einen Hinterhalt an der kurvigen Straße vor. Sie sind hinter den Bäumen versteckt. Hey, da wurde ein Raketenwerfer abgefeuert. Verstanden. Na los, Leute, rein da und jeden im Dorf ausschalten. Gepanzertes Fahrzeug, da drüben. Es kommt da aus der Scheune. Ziele im Dorf sind als feindlich bestätigt. Angriffserlaubnis erteilt. Räuchert sie aus. Ich sehe gar nichts. Wir werden angegriffen. Wir könnten Hilfe brauchen. Verfolgt diese Rauchspuren und schaltet die Quelle aus. Macht den Weg für unsere Jungs frei. Truppen auf dem Dach des U-förmigen Gebäudes. U-förmiges Gebäude? Ja, das mit dem viereckigen Aufbau auf dem Dach. Das mit dem Flachdach. Komme rein. Wow! Ja, guter Schuss. Ich sehe hier unten lauter Einzelteile. Du hast ihn. Winkel rekalibrieren, Höhenscan anpassen. Ich sehe keine Gegner. Ich sehe keine Gegner. Reichweite setzen. Aber hier einfach mal den Kran feuern. Warum? Wildfire, wir nähern uns der Landezone am Schrottplatz und verlassen die Fahrzeuge. Verstanden, Bravo 6. Verbündete haben die Fahrzeuge verlassen und laufen zur Landezone. Nicht auf Personen mit Blinksignalen schießen. Bestätigt. Nein, nein. Weiter auf die Blinksignale achten. Das sind Verbündete. Feindliche Einheiten auf dem Schrottplatz. Rückt ab und räuchert sie aus. Mann, diese Typen meinen's echt ernst. Seh nichts. Guter Schuss, guter Schuss. Schnappt euch den Kerl. Verstanden, der Typ bewegt sich. Genau dort. Erfassung. Ich sehe keinen Typ. Signal ausschalten. Scan-Reichweite setzen. Vorsicht beim Feuern, das ist die Verstärkung. Das mit den Blinksignalen sind unsere Leute. Verstanden, der Typ bewegt sich. Signal ausschalten. Boom. Da drüben sind wir. Fertig. Schnappt euch diese Person. Das ist zu nah an der Verstärkung. Ich wiederhole, zu nah an der Verstärkung. Auf die Blinksignale achten. Kabum. Du hast ihn. Na doch, das war noch einer. Ziel neu gesetzt. Geschütz bereit. Doch, genau, da wir ausgetroffen. Erfassung. Auch schon wieder an derselben Stelle. Wir wollen abhauen. Aber ganz ehrlich, ich fand das auch relativ öde damals, als das neu war. Erreicht, aber wir werden von allen Seiten beschossen. Fordere Feuerunterstützung an. Gefahr! Feindliche Einheiten nähern sich der Landezone aus mehreren Richtungen. Echt, ich finde das relativ öde. 20 mm nahe der Landezone bleiben. Wow! Winkel rekalibrieren, Höhenscan anpassen. Bestätigt. Fahrzeug neutralisiert. Achtung, es kommen ein paar verbündete Hubschrauber. Achtet auf euren Beschuss. Verstanden. Boom. Ich weiß gerade nicht. Da blinkt es. Ja, das sehe ich.
Ach, das sind Verbündete. Oh Gott, das will. Ich wollte die gerade platt machen. Bin nicht böse. Wildfire, wir bewegen uns jetzt auf die Hubschrauber zu. Danke für die Hilfe. Bravo 6 Ende. Gerne doch. Mit den Aufnahmen werden wir noch Spaß haben. Das habe ich gehört. Alleine, wie der redet, ne? Das ist echt menschenverachtend. Also das gibt's ja auch in Wirklichkeit. Wollen wir uns mal nichts vormachen. VIP ist gesichert und in Gewahrsam. Gut gemacht, Leute. Verstanden. Zurück zum Stützpunkt. Ich wette, gleich ist wieder Feierabend. Und dann gibt's natürlich wieder einen Cut, meine lieben Freunde. Ich kann das jetzt gerade noch im normalen Ton sagen. Aber das kann auch gleich wieder ganz anders aussehen und mega laut sein. Und dann schmerzen mir die Ohren. Ja, so ist es. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und bis dann. Ciao.